In Cannes beginnen die 68. Filmfestspiele. Juryvorsitzende sind diesmal die Coen-Brüder. Da hatten wir Lust, ihre fantastische Laufbahn in genau 5 Minuten zusammenzufassen. Die Coen-Brüder wurden in den 50er Jahren geboren, zuerst Joel und dann Ethan. Ein Studium für Joel im Bereich Film, Philosophie für Ethan. Danach hat Joel einen berühmten Horrorfilm mitgeschnitten. 1984 drehten sie ihren ersten gemeinsamen Film, der Beginn ihrer Regisseurlaufbahn. 9 ihrer Filme waren in Cannes mit dabei. 3-mal gab es Auszeichnungen für die beste Regie, 1-mal den großen Preis der Jury und eine goldene Palme. Soweit das Wesentliche. Was noch? Die Coen-Brüder arbeiten regelmäßig mit bestimmten Schauspielern zusammen. George Clooney, John Goodman, Frances McDormand, John Turturro, Steve Buscemi. Und alle haben einen unbeschreiblichen Look. Der Look ist auch das Ding der Coen-Brüder. Er kennzeichnet sämtliche Antihelden ihrer Filme. Da ist Jeff Bridges mit Bademantel und Boxershorts in The Big Lebowski. Nicolas Cage erscheint in Arizona Junior mit Haaren in die Luft schnurrbart und Edelhemd. Pagenschnitt und Seitenscheitel für Javier Bardem in No Country for Old Men. In den Filmen der Coen-Brüder gibt es aber auch sehr viele unbekannte Schauspieler, die nur kurz auftauchen. Im gerade genannten Film ist das ein gewisser Gene Jones, der als Gemischtwarenhändler vielleicht einen Tick zu neugierig ist. Es ist in The Big Lebowski der Partner von John Turturro, gespielt von einem gewissen James G. Hoosier. Unser Liebling ist allerdings der obergenaue Parkplatzwächter in Fargo. Er heißt im wirklichen Leben Peter Schmitz. There's a minimum charge of $4. Long-term parking charges by the day. Was noch? Die Coen-Brüder haben ihre Filme überall in Amerika gedreht. In New York in Der große Sprung, in der texanischen Wüste in No Country for Old Men, im verschneiten Dakota in Fargo. In vielen Fällen greifen die beiden Brüder sich ein geschichtliches Ereignis heraus. Die Wirtschaftskrise im Mississippi-Gebiet in Brother Where Art Thou, die Prohibition an der Ostküste in Miller's Crossing, die Lage in Greenwich Village zu Beginn der 60er Jahre in Inside Llewyn Davis, die Lage am Stadtrand von Minneapolis gegen Ende der 60er Jahre in A Serious Man. Eine Reise durch die USA, die erklärt, warum es so viele amerikanische Akzente in den Filmen gibt. Texanisch von Tommy Lee Jones in No Country for Old Men. Kill that man on the highway, swap for his car, now here it is and he swapped again for God knows what. Ein Mississippi-Akzent in Lady Killers. Extend that helping hand, show an interest. Und der aus Dakota in Fargo. Die beiden Brüder lieben ganz offensichtlich die Sprache. Deshalb gibt es oft Erzähler, ein Mann in der unauffällige Mr. Crane. I lived in a little bungalow on Napa Street. Eine Frau in True Grit. There is nothing free, except the grace of God. Was noch? Das Szenenbild und einzelne Objekte haben eine besondere Bedeutung für die Coen-Brüder, insbesondere der Dekor an den Wänden. Familienfotos in Farbe und in Schwarz-Weiß in Eine mörderische Nacht. Das Porträtbild eines Verstorbenen in Lady Killers. Fotos der Angestellten in Fargo. Ein rätselhaftes Bild in Barton Fink. Ein Poster des bowlingspielenden Nixon in The Big Lebowski. Das Foto eines Flugzeugs im Weißen Haus in Burn After Reading. Und ein fantastisches Musikposter in Fargo. Auf die gleiche Weise wird das Fernsehen immer wieder eingebaut und die Ausschnitte werden sorgsam ausgewählt. George Bush Senior in The Big Lebowski. Ein billiger Pornostreifen im gleichen Film. Eine Seifenoper in Lady Killers. Eine Kochsendung in Fargo. Ein Eishockeyspiel. Eine Dokumentation über Tiere. Selbst bei minderer Übertragungsqualität bleibt der Zuschauer aufmerksam. I'm pregnant. Es gibt ein weiteres Detail, das die Coen-Brüder zu Fetischisten macht, die Füße. Etliche Figuren werden zunächst einmal von den Zehen an aufwärts vorgestellt. Das gilt in Lady Killers, in Arizona Junior und in Burn After Reading. Die Füße können auch auf eine Thematik hinweisen, Sex in Barton Fink, der Tod in Arizona Junior. In The Big Lebowski wird auf die Füße gepustet. In Barton Fink werden sie abgeknutscht. In Der unauffällige Mr. Crane wird ab den Füßen aufwärts rasiert. It was clean. No water. Im Lauf der Zeit wurden Tiere den Coen-Brüdern wichtig, zumindest Katzen und Hunde. Musik ist ein weiteres Thema. Beim Arzt, im Unterricht und beim Sport wird gehört. Und dann sind da auch die Hüte. Ganz groß, ganz klein
und alleine im Wald unterwegs. All das sind die Coen-Brüder und noch viel mehr. Für uns ist diese Musikszene in Inside Llewyn Davis repräsentativ. Nur Joel und Ethan Coen nehmen sich im US-amerikanischen Kino so viel Zeit. Okay. Queen Jane. King Henry, will you do one thing for me?